Moin, Leute, da sind wir wieder. Weiter geht's. Ja, ich hoffe, ihr seid aus dem Geschwafel, aus meinem Geschwafel von der letzten Folge irgendwie, ja, weiß ich nicht, schlau geworden. Das Schlauste war es wohl nicht, was ich da abgesondert habe. Aber das macht ja nichts. So kennt ihr mich und so und nicht anders. So, dann müssen wir noch ein paar Halbstufen basteln. Aber drei will ich mir mal aufheben. Ich will mal gucken, habe ich hier wirklich alles so geschlossen, wie es sein sollte? Unten alles so weit, so dicht gemacht, wie es sein soll? Ja. Hätte ich die Erde zum Beispiel nicht rausgenommen, ne? Man hätte dann hier in diesen Spalten, hätte man immer die Erde gesehen. Das wäre blöd gewesen. Also würde blöd aussehen. Meiner Ästhetik nach. Und von daher habe ich das dann einfach mal so gemacht, dass ich die Erde dann da weggenommen habe und dann ist auch gut. So, das ist schön, die ist aber falsch gesetzt. Jedenfalls die eine Kiste, und zwar jene, denn da soll's hin. So, bing. Dann ist Ding Ding und Ding Ding, oder? Ja, Ding Ding ist richtig. Da. Hallo? Muss dunkel sein. Oben steht, glaube ich, irgendjemand vor der Tür und will anscheinend rein. Hört sich jedenfalls so an. Auf jeden Fall habe ich Kollege Zombie ganz genau gehört und wir gehen auch mal gucken. Ja, jetzt kommt man hier prima durch und wenn man hier den Gang lang läuft, dann läuft man nicht aus Versehen über die Platte. Das hat sich schon bezahlt gemacht, dass ich das verschoben habe. Wo ist er denn? Wo will er denn sein? Also hören tue ich ihn, aber sehen tue ich ihn nicht. Naja, dann gehen wir schnell schlafen. Der muss irgendwo auf dem Dach sein. Also ich höre den so deutlich, das muss auf dem Dach gewesen sein. Ich glaube nicht. Oder habe ich hier noch eine Höhle vielleicht irgendwo? Das wäre natürlich ein Knaller, ne? Wenn ich jetzt hier so Grab, Grab und dann poff, so eine riesige Höhle nochmal. Ich habe ja schon eine riesige Höhle. Viel größer geht ja bald gar nicht mehr. So, wir brauchen reichlich Halbstufen. Wo war ich stehen geblieben? Da war ich stehen geblieben. Oh, klasse. Schön falsch gesetzt. So, Ding, poff. Dann wenigstens da jetzt. Ja, das sieht ein bisschen eigenartig aus, wenn man hier reinkommt und so halb um die Ecke muss. Aber im Zweifelsfall läuft man bis hier und es geht. So. Das dazu. Dann Steine. Wie viel sind denn noch drin? Das wird wohl, glaube ich, nicht ganz reichen. Dann packen wir nochmal welche nach. Und dann nehmen wir doch mal die Kiste hier und machen die mal langsam leer und packen die wenigstens erstmal. Ja, mehr geht nicht. Erstmal hier rein. Richtig sortieren, da habe ich im Moment nicht die Zeit für. Das wird aber noch kommen. Zwei Kisten, die baller ich dort dann ruhig schon mal hier mit hin. Also das wird noch alles richtig durchsortiert und dann wird es dann natürlich auch noch schöne Schilder und sowas wird es geben. Ja, das ist soweit okay. Dann kann ich die wegnehmen. Dann packe ich die mal hier mit dran. So, das wird natürlich ein bisschen interessanter, weil das fast hier alles nur Einzelposten sind. Das möchte ich da rein haben. Ja, auch wenn ich jetzt nicht auf die Schnelle alles wirklich richtig einsortiere, man möge es mir verzeihen. Das ist einfach nur, um das Inventar wieder leer zu kriegen. So, bing, 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 bing. Oh, so viele Türen immer noch. Ich glaube, ich muss bei dem Baumhaus auch noch irgendwas mit Türen machen, damit ich die auch mal loswerde.
Die Mietis, die schnorren da ein vor sich hin. Das ist immer ein Konzert hier. Ja, das war's erstmal soweit. Dann noch den Rest schnell darüber gepackt. Das ist ja immer so. Keiner hält sich gerne mit dem Kistensortieren auf. Das ist aber auch verständlich, weil es gibt, glaube ich, wesentlich spannendere Sachen als jetzt irgendwie Kisten sortieren. Ding, ding. Und dann haben wir hier noch unsere Holzkiste. Holz. Die müssen wir natürlich auch umpacken. Aber da weiß ich wenigstens, was ich rauswerfen muss. Das ist schön schnell ersichtlich. Halt! Trotzdem falsch geklickt. So, dann hier noch die Blätter. Und wir haben, glaube ich, auch genügend Platz, dass wir dann auch hier für Blätter und so einen Quatsch wirklich eine eigene Kiste machen können. So, ding, ding. Poff, poff. Ja. Fackel, 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 das ist alles soweit eigentlich genügend ausgeleuchtet, also da sollte nichts passieren. Dann wollte ich nochmal Stufen basteln, soll aber erstmal reichen, bevor ich hier zu viele bastel. Nee, das war's nicht, das ist es. So. Dann reißen wir doch hier einfach mal den kompletten Boden raus, er wird komplett ein tiefer gesetzt. Zur Not kann man sich, wie gesagt, auch noch nach innen arbeiten, dass man hier dann immer ein, zwei Gänge freilässt und dann kann man hier auch nochmal irgendwie Kisten hinpacken. Also das Ganze ist auf jeden Fall erweiterbar. Die Kisten, die sind ja jetzt auch noch nicht so eng zusammengeschoben, also da geht auch noch was. Es ist nicht das Raumwunder schlechthin, aber ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Für das Raumwunder schlechthin, ja, da gibt es genügend Tutorials auf YouTube. Müsst ihr einfach mal suchen. Kisten platzsparend unterbringen, würde ich ja nachsuchen. Aber bei meinem Glück würde ich da, glaube ich, nicht ein einziges Video drunter finden, weil das wäre ja, glaube ich, zu logisch. Wobei müsste ich mal ausprobieren, danach zu suchen. Ja. Gut, das dazu. Und ich denke mal, man kann dann hier auch Workbench und dann vielleicht, oder oben Workbench und dann Ofen, Ofen und auf der anderen Seite genauso. Aber naja, das wird dann blöd mit der Beleuchtung. Weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das mache mit den. Da lasse ich mir noch irgendwas einfallen. Mal sehen. So, aber wir sind ja hier noch gar nicht fertig, denn wir müssen ja auch hier drüber noch die ganzen Halbstufen setzen. So, hier nochmal. Und dann können wir auch die Kisten wirklich bis ganz oben hin stapeln. So. Und hier nochmal. Dann sind wir soweit auch durch. Gut, dann brauchen wir nur noch einmal sechse zu produzieren. Das reicht auch. So viele brauchen wir gar nicht. Brauchen eigentlich nur drei. Ja, dann hätten wir das auch geschafft. So, dann brauchen wir noch Stickies. Und zwar echt viele. Und wir brauchen auch echt viele. Nee, das war's nicht. Echt viele Schilder. Ob man es glaubt oder nicht. Oh, blöd. Jetzt habe ich ja gar keinen Platz mehr um den Klumpatsch hier. Ach, das hätte ich auch einfach so rauswerfen können. Um den wieder aufzusammeln. So müssen wir erstmal ein bisschen Platz machen und dann können wir das da auch wieder aufsammeln. Bing. Ja, man kann jetzt die Doppelkisten auch nur halbseitig benutzen. Das sollte also auch funktionieren.
Man muss ja nicht immer die Doppelkiste, dann packt man in die eine Hälfte das eine und in die andere Hälfte das andere. Das geht natürlich auch. So. Aber beschildert sollte das Ganze wenigstens sein. Nee, Quatsch, ich habe da noch so viele Schilder. Bing, 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 bing. So, ich hoffe, die Katzen haben euch nicht zu sehr abgenervt, aber die gehen mir langsam ein bisschen auf den Zeiger. Ich habe ja noch Schilder, was auch nicht schlecht ist. Und da kann man sich dann ja einen Pfeil drauf malen, nach links oder nach rechts, je nachdem. Und dann kann man die schick beschriften und dann weiß man auch, was drin ist in den Kisten. Sollte man jedenfalls wissen. Ja, und wie ihr seht, wir verbrauchen echt irre viel Holz. Was haben wir denn da an? Nee, das ist mir zu viel. Das ist ein guter. So, zack, da nochmal Sticks draus gemacht. Denn wir brauchen ja noch ein paar Schilder. Das heißt, wir müssen noch einen 64er Stack Holz anreißen. Gut, das sollte hier unten drin sein. Dann muss ich jetzt mal ganz genau gucken. Ding, das ist das normale Holz. Da machen wir jetzt nochmal Britter draus. Britter. Nee, das möchte ich so machen. Genau. So, und dann möchte auf keinen Fall zu viel Schilder produzieren. Muss nicht sein, das tut nicht Not. Da kriege ich immer eine Krise, wenn ich zu viele Schilder habe. Die immer so unnütz sind. Und da die ja nicht stackbar sind, verbrauchen die natürlich auch immer irre viel Platz. So. Puff. Kisten müssen wir natürlich auch noch bauen. Da fehlen ja jetzt auch noch eine ganze Ecke. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht das schönste, aber auch nicht das schlechteste Lager. So, bing, 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 bing. Ich will bloß immer schon wegzucken, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Also, was brauchen wir denn noch? Ach, wir brauchen ja noch reichlich Schilder. Also, mit den 8 werden wir da auch noch nicht hinkommen. Aber wir nehmen erstmal mit, was wir haben. Die raus. Das zu Sticks. Das wieder rein. Jetzt sollte aber erstmal genügend sein. Schild, Schild, Schild. Also ein paar Schilder, falls wir jetzt doch zu viele haben sollten. Ist das auch nicht so wild, weil wir brauchen ja oben für die Sofa und was ich da noch vorhabe reinzubauen, da brauchen wir ja auch noch ein paar. Aber ich glaube, das reicht noch nicht mal an Schildern. Auf jeden Fall haben wir was Sinnvolles angefangen mit dem Holz. Auch wenn wir das Lager, glaube ich, in 100 Folgen niemals vollkriegen werden. Da werden wir wahrscheinlich ein paar mehr Folgen brauchen. Ja, man könnte das jetzt auch noch so verschieben, dass man nur hier eine Reihe Schilder braucht. Aber, mein Gott, man kann so vieles. Ach so, jetzt muss ich nochmal gucken. Dann sind das... löschen. Dann sind das genau 4 Stück, die wir noch brauchen. Gut. Die sollten wir auf jeden Fall noch rauskriegen. So, 4. 4, 4, 4. 4. Mein Gott. Durch dieses ganze Geklicke tut mir jetzt schon die Hand weh und ich mache nur noch Mist. Eine Klickorgie. So, haben wir das wenigstens mit den Schildern geschafft, Leute. Ich bin stolz auf uns. Jetzt müssen wir dann in der nächsten Runde einfach nur noch genügend Kisten basteln, dass wir die da auch in die Wand hämmern können. Ja, und dann haben wir es geschafft. Dann ist das Lager eigentlich fertig. Also, macht's erstmal gut.